Ja, hallo zusammen. Hier ist wieder mal Detlef Brandenburg vom Theatermagazin Die Deutsche Bühne. Ich habe mich hier in eine etwas dämmerige Ecke des Bremer Theaterfoyers zurückgezogen, wo ich gerade einen Rosenkavalier gesehen habe und gehört habe. Inszeniert von Frank Hilbrich und dirigiert von Joël Gamzou. Eine Etage höher, da ist noch das Ensemble und trinkt ein Bier mit dem Publikum. Da will ich dann auch noch hin. Aber erstmal will ich Ihnen erzählen, wie das heute so war. Ja, der Rosenkavalier. Diese Oper ist ja teils beliebt, teils aber auch ein bisschen, na, ich will nicht sagen gehasst, bestimmt nicht, aber verachtet, wegen dieses ganzen Wiener Schwees, dieser nostalgischen Szenerie im alten Wien, wo dann ja, eine sehr, sehr mächtige, adlige Frau, die Feldmarschallin, eine Mésalliance zwischen einem ziemlich derben Baron Ochs von Lerchenau und einer jungen, ja, bürgerlichen Tochter, also nicht bürgerlichen Tochter, ihr Vater ist gerade geadelt worden, also ein Emporkömmling, die Tochter eines Emporkömmlings, ja, verhindert und sozusagen dafür sorgt, dass eine wirkliche Liebesbeziehung zustande kommt zwischen dem zunächst von ihr geliebten Octavian und dieser Tochter Sophie. Und wie gesagt, es geht alles mit viel Wiener Schmäh ab und mit wunderschönen Walzern und wunderschönen Rokokoschnörkeln und so weiter und so fort. Ich bin sicher, die meisten von Ihnen werden das kennen. Und viele halten das für schmückendes Beiwerk. Und da muss ich sagen, ich denke, das ist ein Irrtum. Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal, sein Textdichter, die wussten schon sehr genau, was sie mit dieser Kunstwelt wollten. Das war keine nostalgische Welt in dem Sinne, denn die rekurriert eigentlich gar nicht auf eine frühere historische Epoche, die es mal gegeben hat, sondern das ist eine reine Kunstwelt, wo sie mit ganz unterschiedlichen historischen Versatzstücken spielen und die fast postmodern wieder zusammenmontieren. Es klingt dann alles unter der glatten Oberfläche sehr schön, aber diese Künstlichkeit ist ganz bewusst gesetzt, denn die beiden waren sich schon sehr klar, dass diese Utopie einer glücklichen Liebesheirat in einer durch Stand und auch durch Geld, das wird in dieser Oper sehr deutlich regierten Welt, eigentlich nur in so einer ästhetizistischen Welt möglich ist. Und insofern sehr gut versteckt, das gebe ich zu, durch diese schöne Oberfläche, steckt da schon auch eine Kritik an einer Realität, die ein ja erfülltes Leben zwischen den Menschen und vor allen Dingen zwischen den verschiedenen Geschlechtern einfach nicht zulässt. Der Regisseur Frank Hilbrich und auch der Dirigent Joël Gamzou, die misstrauen nun dieser Kunstwelt offenbar, genau wie viele andere auch, die den Rosenkavalier vielleicht nicht so gerne mögen. Und sie haben eine radikale Konsequenz gezogen daraus. Sie lassen diese Welt oder sie reduzieren sie weitgehend. Das spielt in einem ja, sehr abstrakten, übrigens sehr guten und sehr raffinierten und wirkungsvollen Bühnenbild von Sebastian Hanak. Das ist eher so ein zweidimensionales, quadratisches Labyrinth, was sich dann immer mehr dreidimensional auffächert. Das ist ein sehr spannender Effekt. Und die haben auch eine ganze Menge weggelassen. Von den 25 Figuren sind eigentlich nur fünf Hauptfiguren übrig geblieben. Und das sind nicht die üblichen Striche, wo man dann sagt, naja, okay, man streicht drei oder vier Partien, weil man es anders nicht hinbekommt, sondern das ist ganz bewusst reduziert auf den Kern der fünf Hauptpersonen und auf ihre Seelennöte und Liebesnöte. Aber ich hatte den Eindruck, dass sie mit dieser Überkünstlichkeit auch was Wesentliches weggestrichen haben. Was dann noch übrig bleibt, ist eigentlich ein Spiel von Liebe. Und das ist jetzt eine Setzung des Regisseurs Frank Hilbrich, Liebe und Tod, denn eine Figur, die hinzuerfunden ist, obwohl sie in einigen Fällen dann auch, was singt da? Also beispielsweise die Partien des Kneipenwirts im Beisel singt oder auch des italienischen Sängers im ersten Akt singt. Aber sie ist die ganze Zeit präsent, ein großer Mann mit weiß geschminktem Gesicht in einem grauen oder schwarzen Frack, eine Todesfigur mit so grauen Händen. Es ist also ein Spiel von Liebe und Tod, von Thanatos und Eros. Und das führt auch dazu, dieses Betonen der Liebe, dass die Liebe dann sehr realistisch, sehr drastisch ausagiert wird. Ich fand es manchmal ein bisschen vordergründig und ja, undifferenziert.
Dadurch verschiebt sich der Fokus dieser Oper ganz stark und die stärkste Figur an diesem Abend war eigentlich der Ochs von Lerchenau, der Baron Ochs, also der Bräutigam der Mésalliance, von der ich vorhin gesprochen habe, den wirklich Patrick Zielke als Erotikmonster auf die Bühne gestellt hat. Ein widerlicher, aber wahnsinnig gut gespielter und auch sehr, sehr gut gesungener Kerl. Also das war ganz großartig. Da hatte diese Inszenierung schon sehr starke Elemente. Aber am Ende habe ich drin gesessen und habe gesagt, naja, Eros und Thanatos, Liebe und Tod und die Erotik irrlichtert überall und am Ende trägt der Tod einen ziemlich traurigen Sieg davon. Das hört man in vielen Opern oder in vielen Kunstwerken. Das ist so ein Allgemeinplatz. Und mich hätte eigentlich so ein bisschen genauer interessiert, wie man sich zu dieser Utopie verhält, auch zu so einer differenzierten Figur, wie beispielsweise eben diese Feldmarschallin, die Fürstin, die also dafür sorgt, dass die richtigen Liebenden sich am Ende doch finden, die selber entsagt. Das ist ein sehr differenziertes, persönliches Drama. Und das hat in dem Fall bei ihr eigentlich nicht was mit Tod zu tun, obwohl sie viel über die Zeit philosophiert, sondern was sie an der Zeit so furchtbar erschreckt, das ist eigentlich, dass sie bewusst erlebt, wie sie alt wird und sich dann aus diesem Liebesspiel zurückziehen muss und dann so diesen Entschluss fasst, wenn ich das schon tue, dann tue ich es aber auf die richtige Weise und bewirke noch eine gute Tat. Genau da liegt so ein utopisches, humanes Moment, das weit über das, was in der Wirklichkeit geht, hinausgeht. Und das ist weitgehend weginszeniert gewesen. Wir haben sehr gute Sänger gehört, also neben dem erwähnten Patrick Zielke fand ich auch die Feldmarschallin sehr gut. Ich fand, der Octavian war sehr präsent, für meinen Begriff manchmal ein bisschen zu forciert gesungen, aber auch wirklich sehr gut, eine sehr gute Sophie. Das war schon alles klasse gemacht und Joël Gamzou hat manchmal sehr schnell und manchmal auch ein bisschen laut, aber doch insgesamt sehr, sehr animierend und sehr, sehr mitreißend dirigiert. Also es war schon ein toller Abend und auch mit interessanten Einzelmomenten, aber so von der Gesamtkonzeption hat es mich nicht wirklich überzeugt. Okay, jetzt höre ich mir mal noch ein bisschen an, was die Sänger oben dazu zu sagen haben und sag tschüss, bis demnächst in einem anderen Theater.